Ja, also die Ehre des letzten Vortrages. Ein bisschen ist es jetzt ein lumpensamer Vortrag, aber ich war sehr dankbar, was ich alles gehört habe hier bei der Tagung. Ich versuche auch an einigen Stellen darauf zu reagieren, damit es nicht zu lang wird, kann ich den ersten Teil, der sich noch ein bisschen direkter mit Burnout auseinandersetzt, weil ich vorige Woche bei der Vorbereitung dachte, oh Mensch, das ist doch, auch wenn es überfordertes Subjekt heißt, ist es doch etwas wie erschöpftes Selbst und Burnout-Thematik. Ich glaube, das haben wir heute schon so weit geklärt, dass ein Stück angeklungen ist, dass es auch eine Modeerscheinung ist, dass man sehr vorsichtig sein muss mit dieser Begrifflichkeit. Insofern kann ich die Kritik an dieser Begrifflichkeit weglassen. Zwei, drei Folien werde ich dann trotzdem nicht überspringen. Was mache ich? Kommentare zum Tagungsthema, da bin ich schon bei. Dann meine eigentliche Themenstellung ist eben das Einzelne und das Allgemeine und speziell die Vermittlung dieser beiden Dinge. Das mache ich unter drei Punkten. Einmal eine Kritik an der überzogenen Individualität in der Moderne oder einer falschen Individualität, wenn man so will. Dann Ausführungen zur primären Sozialität des Menschen oder zur Personenwerdung. Dann eine kurze Seitenbemerkung zum Dualismus der Moderne. Und dann komme ich doch nicht um die Kritik der aktuell herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, wie alle anderen Referenten hier auf der Tagung herum, und will dann ein paar Vorschläge machen. Gut. Das erschöpfte Selbst, Titel für das Burnout, da scheint mir doch diese Burnout-Thematik philosophisch eher schillernd gewesen zu sein. Ich frage mich, ob ein Selbst erschöpft sein kann, wenn ein Selbst nur ein Verhältnis ist, also wer ist denn da eigentlich erschöpft und so weiter. Deswegen fand ich Ihre Transformation der Fragestellung, nämlich erschöpft zu überfordert, ganz gelungen, weil da der Begriff Forderung enthalten ist und damit auch ein sozialer Kontext sich einfacher erschließt. Und auch die Transformation vom Selbst zum Subjekt wird etwas griffiger und gibt dann die Möglichkeit, diesen Begriff doch in seiner positiven Form als Person sein, aber auch in der negativen Form der Unterworfenheit zu denken. Und damit ist das mir auch eine Vorlage. Insofern kann man, glaube ich, schon über den Zusammenhang von Depression und Gesellschaft reden. Ich werde das hier nicht klinisch nur nicht mit Zahlen, und da führt dann aber vielleicht eine Bemerkung dazu, nachdem wir es geschafft haben, die Burnout-Symptomatik vielleicht nicht als das eigentliche Problem der Depression oder das schwerste Problem der Depression und Gesellschaft zu sehen, scheint es mir doch notwendig, auch nach dem Vortrag von Herrn Seikola, den ich sehr schön gefunden habe gerade, auf einige Daten auch aus dem skandinavischen Raum hinzuweisen, dass nämlich auch die echte, schwere Depression sehr stark sozial konnotiert ist. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass die Odds-Ratio bei plötzlicher Arbeitslosigkeit für eine depressive Erkrankung um Faktor 3 oder 4 hochgeht. Wenn ich das vergleiche mit den Publikationen zu einigen Serotonintransporter-Genorten, wo die Odds-Ratio 2,0 ist, sehe ich einfach, dass diese Effekte stärker sind und weniger stark betont werden in den heutigen psychiatrischen Diskussionen. Das kann vielleicht im Hintergrund klinisch immer mitgehen. Burnout-Konzept selber, haben wir gerade im Mittag schon abgehandelt, ist eigentlich ein janusförmiges Konzept, weil es einmal von der Psychoanalyse ausging, im Sinne von Erschöpfung und Enttäuschung. Enttäuschung, unrealistische Erwartung ist nochmal was anderes. Überforderung als Enttäuschung, dann auf der anderen Seite eben arbeitspsychologisch die Leistungsfähigkeit. Das beides bezog sich ursprünglich nur auf helfende Berufe, ist dann sehr stark sozusagen auf alles übertragen worden in der Gesellschaft. Und diese doppelte Genese macht auch das Konzept so schillernd, dass man es eigentlich klinisch nicht benutzen kann, und zu Recht ist es nicht im Diagnosesystem. Ich gehe jetzt über die einzelnen Formen, die ich dazu hatte. Ich habe natürlich die Sachen von Herrn Rosa und andere durchdiskutiert. Da gehe ich jetzt drüber weg, das haben wir nämlich alle schon gemacht. Aber im Vortrag wird es jetzt eigentlich immer einige Thesen geben und dann noch ein paar Hinweise, wie man zu diesen Thesen kommt. Einfach nur, wenn man sich das Konzept anguckt, könnte man ungefähr so formulieren: Die Ursache der Überforderung lässt sich auf beiden Seiten verorten, konzeptionell dem Einzelnen und der Gesellschaft, als Vulnerabilität des Einzelnen oder Ergebnis unmäßiger Anforderungen. Beide Betrachtungen greifen meines Erachtens zu kurz. Ja? Man muss diese beiden Punkte zusammenbringen, das Individuum in seiner Sozialität, weil die Überforderung des Einzelnen, die Überforderbarkeit, die Vulnerabilität ist natürlich gesellschaftlich konnotiert, und die gesellschaftlichen Anforderungen sind Ausdruck einer durch Menschen herbeigeführten Entwicklung der sozialen Verfasstheit des wirklichen
Ich erlebe den Kapitalismus auch wie eine Maschine, aber es gibt ihn nicht, weil eine Maschine auf die Welt gekommen ist, sondern es sind die Menschen, die in ihrer Kulturentwicklung sich entschieden haben, ihre Welt so zu gestalten. Und deswegen kommt da der Einzelne oder die vielen Einzelnen, die vor uns gelebt haben, doch in die Verantwortung. Deswegen kann man fragen, ich wollte diese Diskussion hier zu den einzelnen Burnout-Themen machen, welche Begriffe braucht man eigentlich, wie ist das mit dem Selbstsubjekt und Ähnliches. Ich hatte auch noch zwei Folien zur Begriffsklärung. Sie haben gestern gesagt, das schaffen Sie nicht, uns das zu vermitteln. Hätte ich vielleicht hilfreich brauchen können, ja, weil mich verwirren diese Begriffe Selbstsubjekt, Individuum und so weiter. Ich versuche aber da so ein bisschen das für mich klar zu kriegen. Für mich ist der positiv besetzte Begriff oder das Anstrebenswerte die Person, die Persönlichkeit eines Menschen. Individuum ist eher sozusagen zunächst mal die Basis dafür, die Unteilbarkeit des einzelnen biologisch konnotierten Individuums. Mit dem Selbst kann man nur heuristisch an einigen Stellen was anfangen. Gut, meine Ausgangsvoraussetzung für den Vortrag, ich halte das Subjekt sicherlich nicht überfordert in der Weise, dass äußere Ansprüche einfach zu viel für einen Einzelnen sind. Das ist mir eine zu einfache These, sondern eher in der Weise, dass die Vulnerabilität für depressive Störungen im Prozess der Personenwerdung zu suchen ist, also in einem Vermittlungsprozess, in der Sozialisation des Einzelnen, wie ein Mensch heranwächst von seiner Erziehung bis anderen Sozialisationsprozessen. Wenn es eine Zunahme des Gefühls des Erschöpftseins gibt, die gibt es auf jeden Fall. Gefühlt ist es sicherlich da. Thomas hat gesagt, es könnte auch sein, dass es gar nicht so viel wirklich Erschöpfte gibt, aber das gibt es. Oder auch objektive Überforderung vorkommt, dann ist das natürlich gesellschaftlich konnotiert. Und deswegen geht eine einfache Opposition der Einzelne die Gesellschaft sicher nicht. Die wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen zum Verständnis der Phänomene sind meines Erachtens nicht in der allgemeinen Beschleunigung oder Entwicklung der Produktivkräfte zu suchen, sondern in einer fehlerhaften Individualisierung. Kurz dazu, also mit dem Burnout-Konzept habe ich insofern Schwierigkeiten, wenn es runtergebrochen wird, ich arbeite zu viel. Fällt mir meine Großmutter ein, die nie Urlaub gemacht hat auf dem Bauernhof, wo sie gelebt hat, die auch nicht die Idee gehabt hätte, einen Urlaub zu machen, die auf dem Feld geholfen hat, die 8 Kinder großgezogen hat, die gekocht hat, aber weit weg war vom Burnout, weil das alles für sie sehr sinnvolle Tätigkeiten waren. Also an der Arbeitszeit kann es nicht liegen. Und auch die intensive Arbeitsbelastung, die diese Frau hatte, wenn ich sie beobachtet habe als Kind, war nicht stressfrei, also mit Sicherheit nicht bei 8 Kindern. Das scheint es mir nicht zu sein, auch nicht die Schnelligkeit. Wenn ich sehe, wie kleine Kinder heute mit diesen ganzen schnellen Medien umgehen können, da kann vieles Schlechtes passieren, aber der Mensch scheint in der Lage zu sein, sich ganz gut auf neue Dinge einstellen zu können. Also so, da oben kann es, auf dieser Oberfläche kann es nicht liegen. Deswegen eine zweite These, das Subjekt ist überfordert, weil seine Sozialisation, seine Personenwerdung in der gegenwärtigen Gesellschaft gestört ist. Ich werde insgesamt 7 Thesen entwickeln und versuchen, dieses gestört jetzt in irgendeiner Form einzuholen und die Thesen konkreter zu kriegen. Überzogene Individualität in der Moderne, das entnehme ich Teunissen, ein Zitat: Die neuzeitliche Philosophie betrachtet Freiheit in einer auf charakteristische Weise verkürzenden Perspektive. Zunächst einmal schattet sie die reale gesellschaftliche Freiheit, also das, was ich politisch gestalten kann, weithin ab. Sie begreift Freiheit fast ausschließlich als Freiheit des Menschen zu sich selbst, als Vermögen individueller Selbstverwirklichung. In der Moderne hat sich als Titel für diese Freiheit der Begriff des Selbstseins durchgesetzt. Das ist in seinem Buch über Depression, negative Theologie der Zeit, das ist kein Depressionsbuch, aber ich lese es ein Stück weit so. Und Teunissen führt das tatsächlich auf ein fehlerhaftes Selbstverständnis der Freiheitsmöglichkeiten von Menschen zurück. Dagegen formuliert er, dass der Mensch im Sichsetzen des anderen sich voraussetzen muss, dass ihn ins Sichsetzen eingesetzt hat, definiert also sein Selbstsein. Das ist ein positiver Begriff von Selbstsein, den Teunissen gleichzeitig entwickelt, der ist von Kierkegaard erwähnt. Ich will erstmal nur auf diese Zeitdiagnose, die Teunissen stellt, eingehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so etwas wie eine überlastete, nicht funktionierende Individualitätskonstruktion in der Moderne gibt. Und da kann ich gut an Frau Klinger anschließen. Die Geschichte 1 bis 4 habe ich auch gestern geglaubt. Im Mittelalter hatten wir so etwas wie ein allgemeines, was das heute genannt, die Unendlichkeit des Paradieses und Ähnliches.
Als der Einzelne sich dann von dem Allgemeinen freigesetzt hat, ja, konnte er zunächst mal nur seine Eigenständigkeit und Wert des Individuellen betonen. Das Problem zu der Zeit war, dass es gar keine Vorstellung vom Allgemeinen mehr gab, also von einem konkreten Allgemeinen. Und da kommt eben so eine Philosophie wie bei Descartes und Kant raus, das ist jetzt sehr verkürzt, dass der Einzelne ohne ein Allgemeines dasteht. Und aus meiner Sicht hat erst, das ist dann die bürgerliche Philosophie mit transzendentalen Subjektkonstruktionen, die unkonkret und leer bleiben. Und ich glaube, dass erst der deutsche Idealismus das Ganze richtig gestellt hat durch die Einführung eines konkreten Allgemeinen. Das wäre der Zusammenhang, den ich hier erläutern möchte. Das ist auch in der Psychopathologie angekommen. So eine Vorstellung ohne ein Gegenüber kann sich Individualität nicht entwickeln. Scharfwetter in seiner Psychopathologie, wie ein Mensch funktioniert, aber gesund bleibt, formuliere ich jetzt mal grob, hängt davon ab, wie er von anderen Menschen gesehen und angesprochen, in Anspruch genommen, wie er sich so erfährt und was sich im Prozess der Personifikation daraus gestaltet. Also auch für die Psychopathologie scheint diese soziale Bedingtheit des Menschen sehr wichtig. Auch Sartre hat das gesagt, um einen Anschluss an die Existenzphilosophie zu finden. Jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was aus ihm gemacht wurde. Ja? Die Voraussetzung, dass man etwas aus sich macht, ist zunächst mal, dass man gemacht wurde. Ja? Das sozusagen, um das Individuum nicht zu weit abzurücken von dem Modernen. Deswegen die dritte Form meiner These, der Einzelne ist überfordert, da er sich, wie allgemein die Einzelnen in unserer Zeit, das ist herrschende Kultur, falsch versteht, seine Individualität als getrennt vom Allgemeinen und seine Freiheit reduziert als Autonomie, Selbstbestimmung, ich bin frei, aber nicht mehr auf die sozusagen Freiheit der Notwendigkeit reflektiert. Für mich sind Notwendigkeiten die eigentliche Grundlage für Freiheit. Ja, ich kann eine freiheitliche Entscheidung nur auf dem Boden der Notwendigkeit, in die ich gesetzt bin, hineinfällen. Ja, und wenn ich das verliere, Hegel hat das Terror genannt, ja, wenn die Freiheit sich loslöst, festgemacht an den Entscheidungen der Französischen Revolution. Und Frau Klinger hat ja gestern auch gesagt, dass das einfach so an dieser Stelle nicht funktioniert. Ja, dass man sich sozusagen einfach in die Opposition zum Allgemeinen setzt. Nächster Punkt, primäre Sozialität des Menschen, Personenwerdung, der dauert jetzt lauter. Bitte? Lauter, glaube ich. Lauter, okay, danke. Ich dachte, wenn ich jetzt so ein Ding habe, dann wird das von selber ganz laut. Primäre Sozialität des Menschen, Personenwerdung qua Besonderung, das ist jetzt sozusagen der eigentliche Teil, der dauert auch 2, 3 Folien länger. Es ist eben nicht die Moderne stehen geblieben bei dieser Trennung, sozusagen bei dieser Opposition des Individuellen gegen alles Allgemeine, sondern Hegel hat daran gearbeitet, wie das beide miteinander zusammengeht und wie die Voraussetzung sozusagen einzelner Freiheit im Allgemeinen liegt. Und da gibt es diese berühmten Zitate, das Selbstbewusstsein ist nie nur an sich, es bedarf konstitutiv der Reflexion, einer Spiegelung im Anderen, um auch für sich, das heißt überhaupt seiner selbst bewusst werden zu können. Der Andere ist schon sozusagen immer in der Genese des Selbstbewusstseins da. Das können wir auch bei Ricoeur, habe ich heute Mittag darüber geredet, in ähnlichen Positionen sehen. Ein Selbstverhältnis ist immer so konstituiert, dass man zunächst oder gleichzeitig durch andere gesetzt sich selber setzen kann. Die berühmte hegelische Formulierung, man kann nur im Anderen ganz bei sich sein. Das ist irgendwie so das Motto, was man dann mitnehmen kann. Wie denkt sich das Hegel? Ich will jetzt hier nicht in die Logik zu sehr reingehen, aber Hegel denkt sich das, dass Individualität zunächst mal ein Nichts ist, sondern dass das Allgemeine sich mit Hilfe eines Individuums besondern muss. Also die Rolle, Thomas, wenn ich dich missbrauchen darf, eines Philosophieprofessors, die existiert gar nicht, es sei denn, sie besondert sich in dem Philosophieprofessor Thomas Fuchs und dann wird sie auch gelebt. Hält Vorlesungen, macht dieses, hat so und so viele Doktoranden. Ja? Und in dieser Form sozusagen kann Thomas sich damit identifizieren, ja? Dass er die allgemeine Rolle übernimmt, aber diese Rolle auch nur dadurch existiert, dass Thomas sie besetzt und viele andere Menschen auch. Und so entwickelt sich das Allgemeine dann auch weiter. Es gibt also weder ein abstraktes Allgemeines, noch irgendetwas, was zeitlich als Idee stehen bleibt, platonische Idee, sondern das entwickelt sich durch die Menschen, die es besetzen. Und dann gibt es auch keinen Widerspruch von individuellem und allgemeinem, sondern
Vielleicht unten das Zitat von Erdmann, das ist ein Hegel-Kommentator von 1864. Man kann von menschlichen Individuen nur als gesellschaftlichen sprechen. Die gesellschaftliche Allgemeinheit steht nicht gegen die individuelle Einzelheit, sondern je mehr sich ein menschliches Individuum als gesellschaftliches entfaltet, desto einzigartiger wird es. Das ist interessant, die Besonderen gelingt nur, indem es sich gesellschaftlich entfaltet. Wenn es sich zurückzieht, kann es sich nicht entfalten und wird zwar ein Individuum bleiben, aber es wird nichts Besonderes und es wird nichts Einzigartiges. Deswegen braucht man den Begriff logisch des Besonderen. Ja? Je mehr sich ein menschliches Individuum als gesellschaftliches entfaltet, desto einzigartiger wird es. Seine Existenz als Subjekt ist Existenz des Begriffs selbst als solchen. Das können wir hier weglassen. Deswegen ist seine Bestimmung, seine bloße Einzelheit aufzuheben und sich mit einem allgemeinen Inhalt zu füllen. Je mehr er, der Mensch, dies tut, desto mehr steht er einzig da. Die Bestimmung des Menschen, Personwerdung, habe ich als Stichwort genommen, Personwerdung funktioniert so, dass man seine Einzelheit aufhebt, dass man sich nicht isoliert betrachtet, ja, um sich mit einem allgemeinen Inhalt zu füllen. Ich übernehme die Rolle eines Psychiatrie-Chefarztes, eines Philosophieprofessors, das sind die allgemeinen Inhalte. Und Tesner denkt das übrigens ganz ähnlich, auch in einem ganz anderen Kontext. Das ist praktisch, heutzutage kennen wir das eher als Tesners Rollentheorie, als Auslegung von Hegel aus dem 19. Jahrhundert. Aber da kommt das her. Teunissen rekurriert auch darauf und er baut zunächst mal, das fand ich auch ganz interessant, das an einer ganz anderen Stelle von Teunissen, ein bisschen polemisch formuliert, einige psychologische Schulen glauben, den Menschen zu ihrem wahren Selbst verhelfen zu müssen. Dies ist nicht nur hinsichtlich der Aussage problematisch, dass es ein wirkliches Selbst gäbe. Problematisch ist schon der Diskurs auf ein Selbst. Ja. Demnach gibt es eigentlich nichts. Das ist das Teunissen-Zitat, woraus ich herleiten ließe, was das Selbst ist. Das Selbst des Menschen ist der Mensch selbst. Finde ich eigentlich ganz schön formuliert, damit einfach das ganze Spekulative rausgeht. Also man muss da hinkommen, sich einen konkreten Menschen anzugucken, wie er sich konkret mit Allgemeinheitsangeboten, mit Rollen identifiziert und wie er in diesem Prozess, wenn es gut geht, Person wird. Ja? Quadflieg hat das auch nochmal reformuliert. Ich kann mich nur dann zu mir selbst verhalten, wenn ich dazu auf allgemeine Begriffe, Kategorien und Vorstellungen zurückgreife und so weiter. Ja, wichtig dieser Hegel-Kommentar von Quadflieg in dem unteren Satz, der Prozess der Selbstwerdung verlangt deshalb eine gewisse Verzichtsleistung, ein Aufgeben des eigenen Absolutheitsanspruchs, dieser falschen Individualität, der terrorhaften Freiheit, der Autonomie, ohne denen keine Anerkennung durch den anderen und damit auch kein Selbstbewusstsein möglich wäre. Bei Thomas kann ich es klinisch einordnen, sozusagen das Gehäuse der narzisstischen Persönlichkeit. Ja. Er würde sozusagen, wenn er denn gesellschaftlich so geprägt ist, dieses Gehäuse, diesen Verzichtsleistung bringen müssen. Und ich möchte nicht nur bei Hegel stehen bleiben, weil man dann sehr schnell in das Fahrwasser kommt, sozusagen Linkshegelianismus, kritische Theorie, das wird ja marxistisch, das soll es ruhig auch werden. Es gibt im 19. Jahrhundert noch sehr viele spannende Positionen innerhalb der bürgerlichen Philosophie. Ich habe Franz von Baader rausgesucht, dem ich den Begriff der primären Sozialität des Menschen entnehme, den ich immer ganz gerne gebrauche, die ja eben sozusagen nicht unmittelbar von Hegel herkommt. Bader deswegen auch, weil es neben Schelling sicherlich der große Münchner Philosoph ist, Thomas. Ja, also wenn München Philosophiegeschichte geschrieben hat, dann hier. Der argumentiert natürlich hegelianisch, sieht das Ganze aber ein bisschen anders auf. Was nun vorerst die soziale und assoziierende Macht und Natur der Vernunft oder Intelligenz betrifft, so widerspricht es, wie Hegel bemerkt, der vernünftigen Natur des Menschen nur ein Einzelner zu sein. Es widerspricht der Natur des Menschen nur ein Einzelner zu sein und somit auch seine Überzeugung in sich zu verschließen, weil diese Natur den gemeinschaftlichen Bestand des Einzelnen mit allen anderen seiner Gattung verlangt. In der Verwirklichung eines gemeinsamen zentralen Selbstbewusstseins, welches alle einzelnen selbstbewussten Wesen in sich gründend voneinander frei macht. Freiheit ist etwas Vermitteltes. Franz von Baader, der sozusagen ein rechter katholischer, vor allem Hegel, war. Und ich habe jetzt 5 oder 6 Bader-Zitate, ich merke, die gehen nicht alle, aber das würde ich dann noch bringen, weil hier spricht Bader so etwas
über so etwas wie Depression, obwohl er sich mit klinischen Themen nie beschäftigt hat. Dieses Zitat, da übrigens der Mensch als intelligente Kreatur nichts lediglich von und für sich vorbringt, sondern das Leben, die Liebe und das Wissen nur empfängt, um es wieder auszuteilen und lediglich in diesem ungehemmten freien Empfangen und Geben die Kontinuität seines eigenen Seins erhält, so muss notwendig jede Hemmung jener Zirkulation, also des sozialen Austausches, als Hemmung seines eigenen Seins sich bemerklich machen. Und so sehen wir denn den Menschen, jetzt ist das Ding tot, ne? Falls er allein... Geht das so? Ich versuche es laut zu sagen. Jetzt geht's wieder. Ich habe einfach lauter gesprochen. Ja, gut. Machen kann ich auch. Geht auch, ja. Ich bin auch fast am Ende. Und so sehen wir, denn dem Menschen, falls er allein von sich und für sich nur wissen will, wenn er sich also zurückzieht, soziale Isolation, würde der heutige Psychiater sagen, demselben Idiotismus anheimfallen, welchem er anheimfällt, falls er alleine lieben und die empfangene Liebe in sich beschließen. Das ist auch hier wie dort die drei Personen der Sozietät in seiner Einzelnen agieren will. Die Hemmung des eigenen Seins resultiert aus der Abtrennung von der Gemeinschaft. Und das hier meine mit Bader formulierte und Hegel generalisierte These für die Depression. Die Hemmung des Menschen, wenn die Depression eine Hemmung ist, resultiert aus der Abtrennung von der Gemeinschaft als Antwort auf die Frage nach der sozialen Bedingtheit von Depression. Ja, ich fand diesen Begriff Idiotie ganz gut. Deswegen eine neue Variante meiner Thesen. Die Überforderung des Subjekts könnte in einem durch die Entwicklung der Modernität entstandenen Missverständnis wurzeln, dem Nichtwahrnehmen oder Leugnen der primären Sozialität des Menschen und dem Nichtwahrnehmen, dass einzelne Subjektivität nur in der Weise realisieren können, wie es die gesellschaftliche Verfasstheit ermöglicht. Der einzelne Mensch, Frage, warum ist der Mensch denn überfordert? Der einzelne Mensch leidet, ist überfordert, weil er sein Personsein oder seine Realisierung von Subjektivität zu sehr aus einer absolut gesetzten Individualität heraus versteht und zu wenig aus einer Besonderung im Sinne der Konkretisierung von Allgemeinen, also im Sinne der Rollenübernahme. Ja. So, der jetzige Stand der Dinge, dann käme jetzt ein Teil, den ich überspringen werde, auch von Bader ausgehend, das berühmte Zitat von Bader zum Dualismus, der Mensch ist naturfrei, nicht naturlos, die Bedingung seiner Freiheit ist die Natur und deswegen darf er sich von der Natur nicht abgrenzen. Ein Zitat, was Michael Tollnis übrigens hier in seiner Heidelberger Zeit sehr stark ausgearbeitet hat, in der anderen und solchen Schriften. Diesen Dualismus-Teil überspringe ich jetzt einfach mal, sonst wird es nämlich, und die Leiblichkeit war für Thomas ein bisschen geschrieben, kann ich mit ihm auch so diskutieren, sonst wird es zu spät, aber aus dem sozusagen, meine These ist, dass diese Personwerdung auch damit schwierig wird, weil der Mensch sich auch hinsichtlich seiner Natur, seiner sozusagen dualistisch missversteht und nicht mehr die Einheitlichkeit seines Leibs sozusagen in die Konstitution seiner Personwerdung hineinnimmt. Ja, da gab es auch ein paar Zitate zu und dann resultiert da wieder eine These raus, der moderne Mensch ist überfordert, weil er seine Stellung in der Welt nicht richtig bestimmt. Er sieht seinen Geist als über der Natur stehend und übersieht, dass er frei sein kann, nur qua seiner Natürlichkeit und Gesellschaftlichkeit. Es ist immer wieder die gleiche These, die immer ein bisschen theoretisch aufeinander abgezogen ist. Ursachen dafür. Wir haben den Kapitalismus schon genug gehört. Ich glaube, dass unsere neoliberale Verfassung, ich bin nicht ganz sicher, muss der Kapitalismus immer neoliberal sein. Da müsste ich jetzt auch einen politischen Theoretiker fragen, aber so wie wir jetzt verfasst sind, unsere Wirklichkeit, dass das nicht fördernd ist. Die Zitate, die Wegstellen philosophischer Art, entnehme ich jetzt hier und zeige sie Ihnen nicht mehr von der Zeit, vielleicht einer auch für Sie ungewöhnlichen Quelle, nämlich Evangelii Gaudium von Franziskus. Da ist es im Augenblick Honneth in Ehrenberg, so muss ich nochmal anfangen, das Erschöpfte selbst, hat eine These, diese ganze Zunahme oder Störung des Individualisierungsprozesses dient dazu, um die Menschen noch produktiver und verwertbarer zu machen, die Maschine, die in die Haut eindringt. Ja. Und Honneth sieht das dann als Selbstverdinglichung, als Entwertung der personalen Substanz des Menschen, als Entwürdigung. Und Honneth findet da klare Worte und letztlich Vergewaltigung des Menschen, das sind harte Worte, aber die lasse ich jetzt mal so stehen.
Und der Beleg, wo man das heute findet, sind die tatsächlich die vatikanischen Schriften. Ja, Franziskus, wenn Sie eine schöne Kritik des Neoliberalismus lesen wollen, müssen Sie die Schriften von Franziskus lesen, weil der nimmt im Augenblick kein Blatt vor den Mund. Muss er vielleicht auch nicht. Die können Sie dann ein andermal lesen, das ist jetzt hier Lektüre-Tipp. Und aus diesem sozusagen Berücksichtigung der neoliberalen Wirtschaftsordnung hat sich die These wieder geändert, These 6. Menschen erleben sich als überfordert, weil sie sich nicht richtig selbst verstehen, beziehungsweise weil sie die Kontexte, die ihr Verständnis prägen, den Kapitalismus, nicht verstehen können, da die herrschende Ideologie intransparent ist. Ja. Schließlich, weil ihnen auferlegt wird, sich nicht zu verstehen, damit sie produktiv und verwertbar sind. Ja, so kann man es auch formulieren. Das ist nicht nur ein selbstständiges Verständnis der Menschen, sondern jetzt spreche ich doch von einem System. Das System hat Interesse daran, dass Menschen sich nicht verstehen oder nicht kritisch zu sich selber verhalten können. Das hat Adorno, hat Frau Farnbach heute Mittag aus mir rausgeholt, dieses Wort Verblendungszusammenhang gelesen. Damit kann man es kurz machen. Und dann, was können wir da machen? Ich habe immer so eine Strecke, wo wir besuchen, wenn wir uns anders orientieren wollen. Einmal bei Freunden müssen das konkret werden, bei Hunde die Anerkennung, bei Pucher die Assoziativität. Ich habe mir erlaubt, heute aus der Tagung zu gucken, könnte Resonanz auch so ein Begriff sein, mit dem man arbeiten kann. Jetzt ist ja Rosa nicht mehr da. Ich glaube, wir können tatsächlich von der Unverfügbarkeit, das war dann eine zweite Antwort dazu, hier entwickeln würde, könnte das was sein. Ich war sehr dankbar für die verlorene Unendlichkeit. Ich glaube aber, Thomas, dass wir uns nicht nur in der Endlichkeit einrichten müssen, sondern dass wir partizipieren müssen an der Unendlichkeit, die allerdings dann außerhalb des Individuums zu suchen ist, sonst geht es nicht. Ja. Und die kollektive Bedächtigkeit hat mir auch ganz gut gefallen, und zwar weil sie kollektiv formuliert ist, das ja sowieso nach diesem Vortrag, aber wegen der Bedächtigkeit, das Denken. Wenn das Denken kritisch ist und den Verblendungszusammenhang auflösen kann, dadurch, dass es über sich nachdenkt und sich abstreifen kann von der Werbung, von den Selfies und was wir alles hier gehört haben, dann glaube ich, ist eine Bedächtigkeit, wenn sie denn kollektiv geteilt werden und alle Menschen eingedenk wären ihrer Situation, kritisch eingedenk, wäre ein großer Sprengstoff. Ja, wie man da hinkommt, ist dann Thomas Sache. Er hat das vorgeschlagen. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wie die einzelnen Autoren, die ich hier belege, also meine Belegleute sind tatsächlich Ronne Teunissen und Milan Pucher, also Menschen aus der dialektischen, kritischen Theorie. Ich gehe nicht im Einzelnen darauf ein, ich würde lieber noch diskutieren, aber das ist dann auch meine letzte Gestalt dieser These. Menschen könnten, jetzt ist das positiv formuliert, Menschen könnten ihre Überforderung verringern, wenn sie ihre sozialen Kontakte anerkennend und solidarisch gestalten. Anerkennung, der Begriff von Hegel, den im Augenblick Axel Honneth auch für klinische Fragestellungen deutlich macht, wenn sie ihre sozialen Kontakte anerkennend und solidarisch gestalten und selbst in ihrer Sozialität anerkannt sind und Solidarität erfahren. Sie könnten ihr Verhältnis zur Um- und Mitwelt und das gesellschaftliche Allgemeine gemäß dem Prinzip der Assoziativität gestalten. Das ist die Pucher'sche Versuch, einen Begriff von Marx, der Assoziation, auf die konkrete Lebenswirklichkeit als sozusagen sich gemeinschaftlich fühlen und verantwortlich fühlen für auch die anderen und das andere, das ist bei Pucher sehr wichtig, also für die Welt als ganze ökologische Fragestellung und so weiter zu machen. Sie könnten ihr Verhältnis, müssen dann allerdings viele Menschen tun, so gemäß diesem Prinzip der Assoziativität gestalten, dass sich das gesellschaftliche Allgemeine, sprich die Neoliberalität, auch ändern könnte. Herzlichen Dank.